Ja, hallo, liebe Weinfreunde. Ich benutze jetzt auch mal diese altmodische Bezeichnung. Herzlich willkommen im Wiener Keller. Kameramann. Ist vor Ort. Fort, sehr gut, sehr gut. Heute mal ganz was anderes. Rheinhessen hatten wir hier noch nie in Wien, glaube ich, ne? Als Bericht. Ich glaube nicht. Das musst du wissen. Ich muss sagen, habe ich vor 2 Jahren einfach mal gekauft. Am Anfang war es jetzt nicht so interessant als junger Wein. Heute haben wir mal vor Spaß einen 2011er aufgemacht. Weißer Burgunder, Weingut Wittmann aus Rheinhessen. Haben wir drin. Haben wir drin. Und ja, am besten mal ins Glas, du hast schon. Weingut Wittmann, eines der wenigen VDP-Weingüter aus Rheinhessen und gehört mit zur deutschen Spitzenklasse, hat also Höchstbewertung auch, eigentlich in allen Weinführern. Und wenn man den Wein hier, wenn man da die Nase reinhält, weiß man auch warum. Kokos. Kokos, bis zum Abwinken. Ich finde auch etwas Ananas. Also man wird irgendwie an Piña Colada erinnert. Aber es ist schon Wein, ja. Aber dieser Duft ist der absolute Hammer. Und es ist also 2 Jahre alt. Der Wein braucht definitiv 2 Jahre noch im Keller. Also, beziehungsweise es war gut, dass man 2 Jahre haben liegen lassen. Und da kommt dieser Wahnsinnsduft entgegen. Ja, jetzt kann man natürlich wieder sagen, passt zur asiatischen Küche und so. Ist bestimmt auch der Fall. Ja, also wenn irgendwo Kokosmilch drin ist oder so, ne? Was meinst du? Ja, stimme ich zu, ja. Die Säure ist sehr moderat. Moderate Säure, ja. Weißburgunder, ja. Ich kann jetzt nicht mal sagen, ob er im Holzfass ausgebaut wurde, im Großen, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Also so Ja, leichte. warum kannst du das nicht sagen? Naja. Also ich weiß es nicht. Ja? Also vom Duft her würde ich sagen, er hat Holz gesehen, weil er auch so ein bisschen Vanille mitschwingt. Aber das ist einfach so eine richtige Duftbombe, der Wein. Ne? Und vergleichbar war bisher eigentlich nur, was ich getrunken habe von Schmitz Kinder. Auch eine Weißburgunder Spätlese aus dem Barrique. Da empfehle ich mal die Sendung 100. Von uns, da wird die beschrieben. Und der Wein geht in die gleiche Richtung, hat aber noch neben dieser Ananas, also ist eher Baby-Ananas, nicht so süß, ist dezent, hat diese Wahnsinns-Kokosnote. Kenne ich so nicht von Weinen. Und im Geschmack. Ja, also man muss wirklich sagen, die Kokosnote ist sehr dominant, sehr klar vertreten, wunderbar, auch ein bisschen exotisch, aber mal richtig was anderes. Also man glaubt nicht, dass es ein deutscher Wein ist. Ne? Nee. Ich finde, er hat schon eine exotische Sorte, Note. Erinnert mich ein bisschen an gute Übersee-Chardonnays. Ich meine, Weißburgunder und Chardonnay sind verwandt. Ist für mich ein toller Wein. Preislich, da muss ich lügen, aber ich glaube, der ist irgendwo zwischen 12 und 15 Euro. Also ist okay. Ist echt okay. Also wir wollen den Preis ja nicht immer in den Mittelpunkt stellen, sondern die Qualität. Die Qualität ist top. Ist ein Wein, wo ich jetzt auch deutlich über die 40 gehen würde. Der hat für mich 42 Punkte. Was meinst du? Von 50. 50. Ja, du redest immer ja von Top-Weinen. Preis willst du nicht in den Vordergrund stellen und vergibst nie die Höchstnote oder nicht annähernd. Was Ja. fehlt diesem Wein denn nun noch? Mit verdammt nochmal 42 Punkten ist er noch weit weg von der 50er Marke. Ja, also das ist ein wirklich sehr schöner Wein. Man weiß aber, es gibt noch ganz andere Kaliber. Kaliber, die vielschichtiger sind, die sich im Glas eigentlich viertelstündlich verändern, im Geschmack, im Geruch. Wo man wirklich auch aufgrund sehr
extrem kleiner Erträge, ja, wirklich so eine volle Konzentration verschiedener Aromen hat, da ist er noch nicht. Ja. Aber, ja, das ist doch eine wunderbare Erklärung für 42 Punkte. Ja. Ich weiß aber, Wittmann hat Weine, die gehen in diese Richtung. Also das wird bestimmt mal interessant, sowas zu testen. Und also ich könnte mir schon vorstellen, er ist ja sehr, sehr bekannt auch für einen weißen Burgunder und einen Chardonnay aus dem Barrique. Die müsste man einfach mal probieren. Die kenne ich noch nicht, aber das ist für in dieser Kategorie, ja, Preiskategorie, ist das ein super Wein. Darum die 42 Punkte. Ich würde für den Wein, darf man eigentlich in so einer Sendung nicht sagen, ja, aber für den Wein wäre auch ein höherer Preis okay für die Qualität, die er liefert. Das ist ein wunderbarer, ja, Schlusssatz. Das ist Trinkvergnügen pur. Und das Fläschle, das wird heute wahrscheinlich noch leer gemacht, nehme ich. Davon gehen wir mal aus. Ja. Ja. Ansonsten viele Grüße aus Wien. Und ich habe echt einen rein hessischen Wein 42 Punkte gegeben. Wir bedanken uns recht herzlich, Dr. Werner. Auf Wiedersehen. Ja, hallo. Wir haben jetzt doch gedacht, wir machen noch einen zweiten Teil von der Wittmann-Folge, oder? Ja. Also der Weißburgunder war ganz hervorragend. Da muss ich auch sagen, die 42 waren vielleicht ein bisschen zu niedrig. Ich würde noch 44 packen. Das ist eine gute Idee, da, ja, stimme ich weil zu. Weil ich habe selten so einen tollen, in sich stimmigen Weißburgunder im internationalen Stil getrunken. Also da gehen von Wien nochmal Glückwünsche nach Rheinhessen. Wir legen nach. Auch Weingut Wittmann, Scheurebe 2011, trocken. Scheurebe, eigentlich in Deutschland, glaube ich, so richtig der Insider-Wein. Warum? Scheurebe war früher nur bekannt als süßer Wein, der ein bisschen nach Johannisbeeren geschmeckt hat und so. Ja. War ein Damenwein. Und das hat sich eigentlich in den letzten Jahren total geändert. In Franken haben wir das Weingut Stahl, was sehr gute liefert. Das Weingut Paul Weltner. Auch der Ruck aus Iphofen. Und ja, auch die Scheurebe vom Weingut Wittmann ist eigentlich berüchtigt oder berühmt dafür, dass sie hervorragend zur asiatischen Küche passt. Ich würde sagen, hängen wir einfach mal die Nase rein, Herr Nachbar. Ja. Und das ist auch der Hammer, ja. Also ich weiß nicht, was der Wein, was der Mann mit den Weinen macht, der Wittmann. Also ich muss sagen, ist auch wieder ein ganz eigenständiger Wein. Hat so ein bisschen Blutorange, also nicht Grapefruit, sondern Blutorange. Blutorange. Also ich muss sagen, ich rieche jetzt gar nicht so viel. Nee? Aber mach du mal weiter. Nein, aber gefällt dir der Geruch? Nein, der Geschmack, ich habe schon probiert, gefällt mir. Aber ich war jetzt diese Duftbombe gerade gewohnt und ja, habe jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Probleme in meiner Nase, keine Ahnung, ich rieche nicht so viel irgendwie. Was nicht heißen mag, weil ich bin ja nur der Kameramann. Also, es ist Blutorange, es ist aber auch, ich finde so ein bisschen Nougat, so türkischer Honig in die Richtung. Ja, das. Ja. Also es ist ein ganz exotisches Aroma und es ist ein deutscher Wein. Rheinhessen ist in Deutschland, oder? Ja. Also ich muss sagen, ich bin von dem Wein sehr angetan. Wobei ich finde, der erste hatte mehr Trinkfluss. Ja, also da, das war so ein richtiger Wein, boah, gib mir mehr davon. Ja. Der hier ist ein bisschen schwerer. Ne? Also, er wirkt insgesamt, es ist irre. Ich muss sagen, er erinnert, die Probe wird ja, glaube ich, noch kommen. Er geht sehr stark in die Richtung von sehr guten Sauvignon Blancs. Okay. Aus der Steiermark. Zum Beispiel. Zweitig, aber jetzt nicht der normale SB. Sondern dann wirklich die,
die spezielleren Sachen, Don't Cry. Don't Cry, wo wir in der Argentina. In der Richtung 50, 60 Euro sind pro Flasche. Mhm. Der hier ist ähnlich wie der Weißburgunder. Ich sage das preislich nur dazu zur Info. Aber der rangiert für mich in der gleichen Region. Ja, wie so ein 50 Euro Sauvignon Blanc. Aha. Und was kostet der? Der hier? Ja. Ich glaube um die 15. Also es ist eine Wahnsinnsalternative. Ja. Mhm. Und den würde ich jetzt nicht nur auf die asiatische Küche beschränken. Sondern Fisch. Nee. Kein Fisch. Ich würde da jetzt... Ja, zu einer Bratwurst wird da nicht passen, oder? Nein, aber zum Hähnchen. Wenn man ein richtig schönes Hähnchen macht, so ein Freilandhähnchen. Knusprig oder nicht knusprig? Nein, mit einer richtig cremigen Soße, so mit Sahnesoße. Ne? Mm. Und da passt auch dazu. Wenn man das ein bisschen asiatisch... Also man müsste lügen, aber es ist auch ein Wein für die asiatische Küche. Absolut, ich muss sagen, ganz großes Kino. Für mich beide bei 44. Wie siehst du es, Herr Nachbar? Ja, ich finde, den Wein, habe ich gerade gesagt, habe ich irgendwie nicht so viel durch die Nase bekommen können. Also ich schätze den ein bisschen schwächer ein. Ja? Ja, weil also für mich ist der ein bisschen nicht so gehaltvoll. Also ich finde den schwerer als den ersten. Du? Na, schwerer finde ich ihn schon, aber ich als Nicht-Weinexperte meinte in diesem Fall mit gehaltvoll, das Aroma ist nicht so vielschichtig, sondern es ist nicht so vielschichtig. Es ist ein... Also für mich ist der Duft schon allein der Hammer. Aha, also dann habe ich was in meiner Nase, ich rieche gerade nichts. Nee, für mich ist das ein bisschen klarer Richtung, ja, tut mir leid, wenn ich so sage, Richtung Wasser, im Gegensatz zu dem anderen. Echt? Da, Dann hast du vielleicht zu viel erwischt vom anderen. Aber ja, das kann sein, ja. Vom Duft her ist es ein totaler Mix, ja. Also da spielen eigentlich so die Geruchsorgane ein bisschen verrückt. Ja, dann nehmen wir doch deine Meinung dazu. Und wenn ich zwei Reihen Hessenweine 44 Punkte gebe, dann hat das schon was zu bedeuten. Ja, das ist okay. Für mich ist es ganz klar, Weingut Wittmann ist mit an der deutschen Spitze, ist in einer Gruppe mit Fürst aus Birkstadt, wobei mir Fürst noch ein bisschen besser gefällt, aber ich kenne noch nicht alle Weine von Wittmann, ist für mich einer der besten deutschen Winzer. Ganz klar. Ganz wunderbar. Eigenständig. Hut ab. Und da wird noch was eingebunkert im Keller, ziemlich sicher. Wunderbar. Also, schöne Grüße aus Wien. 244 Punkte Weine haben wir selten, ne? Hatten wir noch nie aus Wien. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, ne? Ja. Also, da darf man nicht knausern. Super. Aber wenn ihr den kauft, mindestens 2 Jahre im Keller liegen lassen, dann ist er richtig da. Ich glaube, den kann man auch noch ein paar Jahre liegen lassen. Er wird bestimmt nicht schlechter. Ganz großes Kompliment. Schmecken wir beide sehr, sehr gut. Wunderbar. Perfekter Abschluss. Perfekter Abschluss. Ja. Auf Wiedersehen. Äußern. Baba. Ich mache das ein bisschen wienerisch. Weiß nicht.